Hallo, heute ist ein spannender Tag für Bücher und ich habe euch wieder ein richtig gutes Exemplar mitgebracht. Hier oben steht irgendwo Dauerwerbesendung, das muss so sein, weil ihr könntet es ja unter Umständen lesen wollen. So, ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Sina zeigt euch jetzt das Cover. Ja, es ist ein Buch, das hier für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat, denn es ist Guillermo Martinez, der Fall Alice im Wunderland, Kriminalroman aus dem Eichborn Verlag. Es ist angeblich, oder Ma sagt, es ist ein zweiter Teil, klar, ja, weil ihr... Nicht angeblich, vielleicht, es ist für mich der zweite Teil. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, wir haben, oder Ma hat den ersten hier besprochen, es waren die Oxford-Morde und bei diesem Teil... steht das jetzt nicht, dass es eine Reihe ist bei Amazon drüber, aber sie sagt, es ist ein zweiter Teil. Man kann Vertraut sie aber, mir, es ist ein zweiter man Teil. Man kann sie aber unabhängig voneinander lesen und es ist nicht so, auch wenn Mar sagte, Krimi war spannend, dass wir uns über den Krimi unterhalten haben, sondern vielmehr über den Autoren von Alice im Wunderland, weil der war ziemlich umstritten, denn der hat immer gerne Fotos von kleinen Mädchen gemacht. Und ganz besonders gerne von der guten Alice Liddle, die ja die Vorlage für Alice im Wunderland war. Ja, das Ganze beginnt halt damit, dass die Bruderschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, als Andenken an Lewis Carroll halt hochzuhalten, dass er nicht in Vergessenheit gerät, dass die ein großes Buchprojekt planen und für diesen Zweck nochmal eine Doktorandin losgeschickt haben ins Lewis Carroll Museum und sie sollte nochmal die ganzen Tagebücher durchgucken, diese ganzen Notizen, die da sind. Und sie ist über die herausgenommenen Seiten gestolpert und hat einen Zettel zutage gebracht, der wohl alles verändern würde, der eine wichtige Frage halt beantwortet. Und es würde so viele Biografien, ja, ich will nicht sagen schrotten, aber doch vollkommen auf den Kopf stellen. Oder die Biografen müssten halt nochmal zurückrudern und müssten da was richtigstellen. Das will natürlich keiner so gerne. Ja, sie ist da also schon so ein bisschen auf dem unsicheren Posten. Und vor allen Dingen ist sie, meint sie zumindest, so pfiffig zu sagen, den behalte ich mal erstmal ein. Ich will das jetzt erstmal alles überprüfen, ob das wirklich alles so richtig ist, ob das wirklich so stimmt. Ob das ein Original ist von der Nichte von Lewis Carroll, die nach seinem Tod ja doch ein bisschen was hat verschwinden lassen, Seiten geschwärzt oder auch gleich ganz entfernt hat. Und die hat halt etwas notiert und darauf würden sich jetzt diese Sachen halt stützen. Sie möchte das Ganze erst dann an die Öffentlichkeit bringen, damit sie auch wirklich sagen kann, da steht mein Name und nicht irgendwie jemand, ihr Doktorvater oder sonst wer da sein Namen draufsetzt und von daher behält sie das Ding erstmal ein. Dass das ziemlich gefährlich für sie wird, das merkt sie spätestens in dem Moment, wo sie im Krankenhaus wach wird, weil man sie einfach übergefahren hat. Was erst wie ein Unfall aussah, stellt sich wirklich als gewollt dar. Und damit beginnt das Ganze ein Krimi zu werden. Und dann wird das Ganze, und das sage ich einfach jetzt mal, deutlich härter als bei den Oxford-Morden. Ja, und Professor Seldom muss ran und mit ihm halt auch unser Erzähler, der argentinische Doktorand. Ja, und Professor Seldom gehört selber der Bruderschaft an. Das ist natürlich schwierig, wenn, das heißt ja immer so schön, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus und vor allen Dingen erkennt die Leute natürlich gut und würde keinem zutrauen, dass sie so etwas tun würden. Aber es geht natürlich auch um Geld, es geht um Ansehen, es geht um ganz viel dabei. Ja, und dann sind wir mitten in diesem Fall drin. Ja, was könnte denn da gestanden haben? Was wurde entfernt oder sollte dort richtig gestellt werden? Oder worauf gibt es einen Hinweis? Das kann ganz viel sein, weil Lewis Carroll hat halt in seinen Tagebüchern auch von Gewissenswissen geredet. Aber worauf bezogen die sich? Und bezogen die sich wirklich auf Alice oder auf etwas ganz anderes? Es ist also fragwürdig. Bei mir hat es sehr viele, nicht unbedingt moralische Fragen, aber doch viele Blickwinkel aufgeworfen. Ich
Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wo ich da jetzt meinen Platz einnehme, aber wir beide haben auch sehr oft darüber geredet, wie war denn das eigentlich im Viktorianischen? Wir haben zum Beispiel, waren wir uns ganz uneins darüber, ab wie viele Jahre durfte man heiraten. Man durfte wirklich sich mit 11 Jahren verloben und auch mit 12 Jahren heiraten. Wir beide sind eigentlich davon ausgegangen, dass das erst viel später möglich war. Man Also kennt wenn, es ja so aus ja. diesen Regency- und viktorianischen Romanen, dass die Mädchen dann irgendwann, stellt es euch vor, wie ein Viehmarkt, da wurde dann halt die Saison eröffnet und die neuen Debütantinnen wurden dann halt vorgestellt, damit die Männer sagen konnten, die will ich. Genau. Und dann hier klassischerweise den Hof machen durften. Aber die Mädchen waren dann schon in diesem Alter, in den Büchern 17, 18, 19. Ich Aber glaube, was. bis 21 war das und danach warst du eine alte Jungfrau. Genau. Also, aber zu der Zeit von Lewis Carroll, wo er diese Fotos wohl gemacht hat, war das halt noch anders. Es hat sich dann irgendwann geändert, aber zu der Zeit war das halt noch so. Er hatte wohl auch einen Cousin, der jemand heiraten wollte, die war 11. Und er hat ihm den dringenden Rat gegeben, sich von dem Mädchen jetzt erstmal fernzuhalten und noch ein Jahr zu warten. In jeglicher Art und Weise. Ja. Der gute John Ruskin, ein großer Kunstkritiker der damaligen Zeit, hatte auch einen fatalen Hang zu jungen Mädchen. Ich Zu glaube, Alice auch. irgendwann hat er auch mal gesagt, er könnte, aber nagelt mich darauf nicht fest, er könnte nicht eine Frau lieben, die über ein bestimmtes Alter rüber ist. Und das würde ihn jetzt heutzutage in große Schwierigkeiten bringen, dieses Ja, Alter. und Lewis Carroll hat ja auch gesagt, er liebt Kinder, aber keine Jungs. Also lässt ja auch irgendwo ihn blicken, ob er das natürlich. Das ist ja immer das Problem. Kann ihn ja heute keiner mehr fragen, ob er das im Spaß gesagt hat, ob er das ernst gemeint hat. Jedenfalls gibt es wohl keine Bilder von Jungs. Und ja, er hatte ja auch so die Angewohnheit, dass er seine Kinderfreundschaften, er hat ja Freundschaften zu Kindern halt gepflegt. Mag vollkommen ehrenhaft gewesen sein. Aber sobald die Mädchen 12 Jahre alt wurden, hat er sich dann verabschiedet. Weg war der gute Freund. Ja, und da, das ist dann schon so eine Sache, wo man dann ja auch so ein bisschen mulmig ist. Viele wissen das ja gar nicht, dass es diese Fotos auch gibt. Und ja, wie sieht man dann auf einmal Lewis Carroll? War er nur verschroben? War er verliebt in Alice? War er verliebt in Alice? Wollte er sie vielleicht sogar heiraten? Oder vielleicht die Schwester? Es hat jedenfalls später Irgendwas war doch da. von der realen Alice im Wunderland die Hochzeit gesprengt, beziehungsweise die mögliche Heirat mit jemandem aus der königlichen Familie, weil man nicht diese Verbindung zu Carol wollte Ja, und zu diesen beziehungsweise skandalösen wohl eher zu Fotos. den Fotos. Ja. Und vor allen Dingen die Mutter hat ja irgendwann verboten, dass Carol noch Kontakt hatte zu Alice. Ja, das sind jetzt alles so Sachen, die halt mit in diesem Fall involviert sind. Ich fand das wirklich sehr spannend. Es geht natürlich um Geld, es geht um Ansehen, es geht um Macht, es geht um diese ganzen Dinge. Und das ist natürlich immer ein guter Grund, irgendjemanden zu töten oder Naja, ein guter, auszuschalten. bitte, nur ein guter Grund im Krimi, nicht allgemein Ja, ein guter Grund. aber meistens ist es ja entweder Das hört sich so Liebe an, dann ist es oder okay. Geld. Ja, Also aber wenn man meistens. das will, dann ist das okay. So hörte Nein, sich aber das gerade meistens ist es das an. ja, ne? Das sind so die möglichen Gründe, warum jemand irgendwen beseitigt. Ja, ich fand das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es war spannend. Es war nicht so leicht, für mich zumindest dahinter zu kommen. Ihr habt schöne Schauplätze, wenn ihr England liebt, wenn ihr Oxford mögt, ihr seid halt in der Uni unterwegs, ihr habt, oder zumindest auf dem Uni-Gelände, ihr seit ja, bei diesem Vielleicht kleinen Alice-Shop auch mal oder auch in dem Museum. Das ist wirklich sehr, sehr hübsch. eignet sich dieses Buch auch ganz wunderbar, wenn ihr nach Oxford fahren wollt, so als Vorbereitung, was man sich so angucken könnte. Ja, vielleicht. Also so viele Sehenswürdigkeiten sind da jetzt nicht drin, aber man hat so das Gefühl, man ist halt in Oxford. Ja. Ja, mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es ist spannend, es ist informativ, es hat mir ganz neue Blickwinkel gegeben. Ich mochte das Buch wirklich sehr, sehr gerne. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut euch das doch auch einmal an. Aber wie gesagt, es ist
Vielleicht auch ein Thema, mit dem sich nicht viele von euch auch beschäftigen wollen. Das muss man auch ganz klar sagen. Genau. Der eine möchte sich damit beschäftigen, der andere lieber nicht. Und vor allen Dingen, es ist ja... Rüttelt es auch vielleicht ein bisschen an einem Helden eurer Kindheit. Das und ist vor allen Dingen, es handelt ja auch sehr viel um Moral und um Ethik und so weiter. Und vielleicht ist das auch nicht immer so ganz befriedigend, was dann letztendlich dabei rumkommt. Ja, das war's von mir für euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig neugierig machen, weil ich diesen Krimi wirklich sehr, sehr gut fand. Und der hat mir nicht Spaß gemacht, das kann ich nicht sagen. Aber er hat sie interessiert. Er hat mich interessiert, er hat mir noch was mitgegeben zum Denken und war spannend, hat mich also gut beschäftigt. Ja, das war's von uns für euch. Bis zum nächsten Mal.